Hallo ihr Lieben und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Runde hier bei Subsistence. Hallo. Einen wunderschönen guten Morgen, hallo. So, ich begebe mich nochmal wieder in die Höhle. Hast du Verbandszeug? Hast du, Antimittel. Hast du zwei Picken? Hast du ein Gegenmittel? Hast du, erste Hilfe? Hast du noch Material auf deiner Axt, damit du dich durch den See graben kannst von unten? Hast du Munition? Hast du eine extra Luftflasche, weil du dich ja von unten durchgraben musst? Ja, hab alles dabei. Hast du dein Inventar leer gemacht, damit nichts verloren geht? Ja, das andere brauche ich alles. Und hast du Geduld mitgebracht? Ich habe sehr viel Geduld mitgebracht. Hast du den Abwasch gemacht? Ja. Hast du auch deine Stinkesocken, die schon so verkrustet sind, dass sie alleine stehen, in die Wäsche getan? Nö. Hast du ein Leben in deinem Bett? Ja. Hast du einen Sinn im Leben? Nein. Außer mir auf den Sack gehen. Okay, dann ist er wohl gerichtet. Lässt du die Jacke da oder nicht? Nee, das nehme ich alles mit. Die wird teuer. Jacke brauchst du unten. Ich lasse die Jacke lieber oben, dann kannst du einen Pulli anziehen unter dein Tauchgerät. Schnuckibutz. Nimm deine Schutzweste mit, wenn du unten bist. Ja. Und sprich nicht mit den Kindern dort. Ja. Neo, geh nicht mit Fremden mit, ja? Das muss ich mir noch überlegen. Wenn sie einen netten Kaper da unten haben, dann bleib ich bei denen. Lass das Haus nicht ohne Hut. Ja, mein Helm ist druff. Und meld dich, wenn du unten bist. Ja, melde dich auf jeden Fall. Mal gucken, ob ich da noch Empfang habe. Und wenn wir dich abholen kommen sollen, dann musst du sagen. Ja. Also fahr nicht mit Fremden mit, ja? Alter, ich zieh gleich meine Hose hoch und dann mache ich hier einen auf Daumen, ne? Gelle, gelle. Da muss man Hosen hochziehen. Ja klar, so das Beinchen ein bisschen anheben und dann hier Daumen raus und dann, hehe. Geht schon. So, da flitzt er über den See. Hast du genug Luft mitgenommen? Die muss ich gleich noch einatmen. Ach Melle, der Bub wird so schnell groß und eingestiegen. Ah, ja. Das können wir schon alleine losschicken. Ne? So, ich habe dir mal 70 Holz vorne reingelegt. Oh, das und nochmal 10 Bretter, deswegen hatten wir ja kein Holz mehr, weil du wolltest ja Bretter von uns. Ja, genau. Ja, alles hier drin. Wir sind nicht ausgegangen. Aber viel... Entschuldigung. Viel fehlt jetzt nicht mehr, dann bin ich auf der anderen Seite angekommen. Ich hätte noch zwei lebende Hühnchen, brauchen wir die gerade? Ja. Ja, ich habe hier vorne nur ein einziges. Na dann. Dabei wollte ich sie töten. Nur für meinen eigenen Spaß. Ich habe ja Kletterhaken hier unten, ne? Nein. Also ja, aber nein. Ey, dafür habe ich jetzt auch gar keine Wasserflaschen dabei. Also doch nicht vorbereitet. Nö, für die Höhle brauche ich kein Essen oder so. Das ist völlig überbewertet. Ja, toll. Ich komme aus dem See und dann sind auch gleich die Banditen vor meiner Haustür. Okay. Ach, boah. Was treibst du denn schon wieder? Ja, die hocken hier gleich am Wasser. Eigentlich wollte ich euch umgehen, aber okay, dann muss ich wohl wieder Streit an. Tabula rasa machen. Melle, der streitet sich schon wieder. Unmöglich, oder? Kann nicht an sich halten, der Kleine. Bleibt ihr mal stehen. Ich duck mich auch, dann seht ihr mich nicht so gut. Warum haben wir eine Treppe mitten im See? Falls du mal angeschwommen kommst und schneller aus dem Wasser willst. Du musst. Ah, okay. Sehr gut, Melle. Schon ein bisschen. Mitgedacht, ne? Aber die war halt übrig.
dann vorausschauend gedacht. Okay, die laufen dahin. Dann kann ich doch hier. Kann doch dran vorbei. Zweiter, du sagst dann einfach, wenn du hochkommst, dann mache ich dir einfach schon mal über dir ein Loch. Im okay. See, wenn ich in der Nähe bin. Ach, scheiße. Da ist das Lagerfeuer, okay. Ja, dann, das kriegen wir schon hin. Ich weiß ja in etwa, wo die Öffnung ist. Vom Loch. Ja. Vom tiefen Loch. Ja, ja. Phosphor. Phosphat. Aus dem Phosphat wird Dünger, richtig? Nee. Nee, da wird, kannst du Brandmunition machen. Für das Unterhebelgewehr. Oder? Gibt kein Oder. Oh. Schade. Ich dachte, es gibt immer eine Wahl. Nee, immer bei dem nicht. Ist ja scheiße. Mene, mene, mu. Ich will gerade nochmal die Langsamlauftaktik von meinem lieben Zuschauer. Okay. Dann nehme ich die Speedy Gonzales-Taktik. Warum stehst du da oben? Geh dort, wo du wohnst. Ja, irgendwie hocken die hier alle gerade vorm Loch. Ich wette, wenn ich mir deine Folge angucke, rennst du da voll auf die Banditen zu und sonst was und ballerst hier hin und dorthin. Und ich renne da unten rum, als hätte ich die Hosen voll und könnte die Beine nicht zu weit auseinander machen. Nee, absolut nicht. Also ich lasse die Banditen hier schön in Ruhe. Das Risiko gehe ich gar nicht erst ein. Oh, nee, warte. Da. Ach so, ja, da oben stand der. Okay. So. Kohle vor mir weggespawnt. Na super. Das ist mir auch mal passiert. Oh Mann. Okay. Echt jetzt? Was denn? Ach, ich habe gerade 6 Pfeile auf einen Wolf geschossen. Keiner hat getroffen. Ach, das kenne ich. Cool. Hier immer so ein Zickzack, weil ich stand gerade auf einem Felsen. Direkt über ihm sicher und er konnte dann nicht an mich ran. Aber er konnte wieder despawnen. Das hat er wieder geschafft. Am Madenbaum ist auch wieder einer. Oh, da ist eine Fledermaus da hinten. Okay. Ich bin gerade im Überlegen, habt ihr letztes Mal eine Base angegriffen und kommt mit dem Angriff? Nee, ist schon länger her. Okay. Dann bin ich ja. Wir waren brav. Ausnahmsweise. Du kein Gepieße. Nee, im Winter lass ich die sowieso in Ruhe. Na dann komm her. Weißt du, wenn die so eine Skihütte hätten oder so, dann würde ich sie besuchen. Aber Ski so. Oder mit Snowboard? Natürlich mit Ski. Was für eine Frage. Spätestens immer, wenn du am Schlepplift die Snowboarder siehst.
bringst dir. Ja, ich habe die richtige Wahl getroffen. Definitiv. Ach du, weißt du, wenn ich wirklich in ein Skigebiet gehen würde, ich würde wahrscheinlich nur ein Heißgetränk nehmen und wieder heimfahren. Ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Gut, aber was auch noch richtig geil ist, sind die Germknödel auf der Hütte. Liebes Spiel, gib mir den Wolf doch her. Dass sie aber auch immer verbacken müssen, die Tiere. Ja. Ja, ich kann nicht weiterbauen, großartig. Jetzt habe ich zwar Holz und Bretter. Aber? Tauwerk. Wow. Mir fehlt das. Zwei hätte ich noch. Leider nicht mehr. So. Sehr gut. Mir geht's gut, mir geht's gut. An den einen Bandi ist schön vorbeigeschlichen. Und jetzt gehe ich weiter nach hinten. Sollten solche Warnknöpfe einführen. Nach dem Motto, wenn man da runter geht. Wieso? Was für Warnknöpfe? Den man um den Hals trägt. So ein Rentner-Notfallknopf. Okay. Okay. Ah, guck mal, da sind die nächsten. Okay. Ich bin ja wegen der Kohle hier unten. Wie viel habe ich denn schon? 21. Ist ja auch schön. Denkt mal, man findet viel mehr Kohle, als man tatsächlich am Ende hat. Oh ja, und man findet weniger, als man eigentlich bräuchte. Das wollte ich damit ausdrücken. Du hast es viel besser ausgedrückt. Okay. Ja, weil das war ja, dieser große Batzen war ja, weil ihr mehrmals unten wart. Ja gut, aber ich habe ja auch nochmal... Aber ich habe ja gesagt, ich hebe mir das für den Winter auf. Aber du hast ja auch Winterkleidung, oder? Das stimmt. Aber ich komme gerade nicht so raus, wie ich will. Wahrscheinlich sind irgendwie die Beete, als hätten die bei diesem Neustart von dem Spiel irgendwas geändert. So durstig waren die im Winter noch nie. Oder ich vergesse es so, dass ich es nicht peile. Keine Ahnung. Das durstige Beete? Ja. Simo! Feed me! Immer leer. Da-da-da-da-da-da-da-da. Ach Gott. Okay. Oh. Okay, dann gehe ich mal wieder Richtung Ausgang. Alles gut gegangen soweit? Ja, ja. Alles bestens. Außer wenn die Banditen da vorne jetzt woanders hingespawnt sind. Dann mal gucken. Das sollten sie ja nicht. Aber wir sind ja ein wachsames Hühnchen, ne? Da hinten das Lagerfeuer. Okay. Das wäre dir da unten ja noch nie passiert, ist die einfach so spawnen. Nee. Also nicht vor der Nase. Da ist der Hase.
Ich hätte noch 3 lebende Häschen. Brauchen wir die? Ja. Dann komme ich kurz. Ach, dann komme ich kurz rein. Ich muss schon gucken, ob ich glaube, es ist noch ein Plätzchen frei vorne. Alles gut, du brauchst ja auch die Taue. Und dann gehe ich ein Loch für den Strider schlagen. Ja. Noch bin ich noch nicht da. Ja, hey, ich muss ja auch noch ausräumen. Ach ja. Home sweet home. So. Ah, da ist noch die Kohle. Moment. Ein Häschen hatte gefehlt. Ja. Na gut, dann. Das ist der. Dann muss ich leider die anderen entsorgen. Macht nichts, gibt Stoffe. Es tut mir jetzt aber so leid. Okay, dann tauche ich jetzt ab. Tauchst du jetzt ab? Ich tauche jetzt ab, ja. Oh nein. Muss ich mich ja beeilen. Ja. Ich hätte noch 10 Sekunden. Na ja, doch, das hast du doch locker. Ich eile, ich fliege. Denke mal, ich bin in etwa richtig. Das werden wir sehen, wenn ein Köpflein rauskommt. Was macht er, wenn du nicht triffst? Ich muss dich enttäuschen, meine Axt ist kaputt gegangen. Das ist doch geil. Und dann kannst du mit der Spitzhacke nicht weiterklopfen. Nee. Ja, gar nicht gut. Wie viel Axt hast du? Ich habe noch eine Reserve-Axt mitgenommen. Okay, dann passiert dir das wenigstens nicht. Genau, sonst würde ich jetzt hier ersaufen. Ja, eben. Vorne in der Kiste waren auch noch Äxte, ne? Ja. Die habe ich mir geholt. Achso. Ja, dann musst du dir wohl dein eigenes Loch klopfen, weil die hier hält auch nicht mehr lang. Ja. Fände ich doof, wenn die eine Axt dann plötzlich kaputt geht, dann musst du wieder von vorne anfangen zu schlagen. Ja. Yeah, ich bin da. Sehr schön. Feuerwerk. Ich komme mit neuer Sprit. Neuer Sprit. Na dann. Ah, warte mal, dann nehme ich gleich das hinten. Oh Gott, ist da viel drin. Hallo? Und wozu haben wir Erdbohrer? Ich glaube, die brauchen wir hier gar nicht, ne? Zack. So. Wer schießt? Ich. Okay. Wenn du willst, kannst du ihn den letzten Schuss verpassen. Ich bin gerade beim Abernten von meinen Beeten. Siehst du, und ich wollte ganz nett dir den Wolf von den... Jetzt versuche ich, den mit der Axt zu töten. Komm her, lieber Wolf. Beiß. Okay, der bleibt dann weiter wegstehen. Ja, lieber Wolf. Ha! Mit der Axt getötet. Super. Ohne Leben zu verlieren. Das ist doch immer gut. Kann ich nämlich jetzt schnell noch zu dem Loch rennen, das Strider geschlagen hat, und mich waschen. Strider, ich benutze mal so lange dein Loch, ne? Ist auch missbraucht. Ja. Nutz mal halt, ne? Das da, ja. So. So, ich pack dir deine Kohle in die Getränktruhe.
sind leider nur 32 Stück geworden, also. Oh nein. Mir, sorry, tut mir leid. So, da ist noch Fleisch. Wie sie hier alle in der Küche rumrennen. Scharfe Musch. Wie geil ist das denn? Was denn? Einfach nur so. Okay. So, ich mache jetzt den Generator an. Weil da hat sich ja jemand was gewünscht von mir. Wie war es? Nein, du nicht. Jemand anderes hat sich was gewünscht. Schön. So, warte mal, ist jetzt meine Energie da? Die da? Die ist da. Wolltest du machen mit deiner Energie? Ja, das wollte ich gerade beichten. Oh Gott. Ich habe meine doppelläufige Schrotflinte jetzt einmal die Feuerkraft aufgewertet. Oh, was kostet die denn jetzt? Oh, 12 Perlen? Boah. Okay. Nicht schlecht. Der Typ. Ja. Als Strafe verkünde ich, dass du mir eine Axt produzierst. Du brauchst eine Axt? Ja. Ich hab nicht mal Material dafür. Alles da vorne bei dir. Das ist nicht mein Problem. Meins auch nicht. Melle, du hast doch gehört, dass er mir eine Axt machen wollte. Dir doch auch, oder? Hammer wollte mir. Hast du einen Hammer und mir eine Axt? Ah. Der gute Strider. Warte mal, was hab ich denn da? Achso. Natürlich. Das mal kurz. Geht gleich los. Mit denn? Einfach nur so. Okay, warte mal. Ich muss meine Winterjacke wieder reparieren. 6 Baumwolle. Ist sie schon so weit kaputt? Ja. Wenn du sie erst reparierst, wenn sie kaputt ist, kostet es dann mehr? Ja, das kostet dann immer Stück für Stück mehr. Also wenn du jetzt nur zur Hälfte, dann kostet es ein bisschen weniger. Ja, okay, stimmt. Wie sieht's bei euch mit Verbänden aus? Und gut. 2,5. 5,5. Okay, es hat noch drin. Einmal repariert. Da. Irgendwas fehlt da unten auf meiner Leiste. Ich glaube, meine Knarre fehlt da. Stimmt, die Pistole. Oh nein. Also du brauchst jetzt eine Axt und wer braucht was anderes? Hammer. Okay, dann brauche ich Bretter. Muss ich mir kurz Holz schlagen. Ja, ich würde dir ungern jetzt meine geben. Ja, ich gehe Holz schlagen. Du willst, kannst du meine Axt haben. Nee. Ich mach das schon. Ich habe eine Axt. Schatten sieht aus, als würde ich da irgendwie stehen mit einer Route zwischen meinen Beinen. Läufst du da gerade beim blauen Licht hier bei uns im Wald? Nee, das ist ein Jäger. Nein, wenn dann nur pink. Das ist ein Jäger, wir haben pink. Also aktuell habe ich gar nichts. Kein Leuchtle. Ich habe meinen Leuchtstab zu Masse verwandelt. Genau. Und denk dran, dass auf unserem Lockfelsen Richtung Quartier Ruf ist ja das Banditencamp noch. Ja. Ich bin gerade richtig gut im kleine Fische fangen. Das ist gut, gibt's Öl. 4 Stück habe ich jetzt schon.
Gefühl. Also Angeln nachts im Eis ist richtig super. Noch mal ein kleiner. Das glaub ich dir. Ich finde das schön, weißt du, so im Winter mit dem Schneegestapfe. Hört sich schon cool an. Ich höre von Weitem gerade nur deine Bäume schlagen. Das ist aber auch ein schönes Geräusch im Hintergrund. Da weiß man, da wird gearbeitet. Genau. Tut aber was. Okay, ich lege auch fertiges Fleisch in den anderen Kühlschrank. Ich esse noch mal was. Ich arbeite ja gerade noch an meiner Lebensenergie. Ja. Mampf mal. Ich wurde ja angewiesen, dass ich nur noch das gute Essen erstmal esse. Nee. Ja, eben. Ja. Dass du von deiner HP einfach mal hochgehst. Ja, ich bin bei 124. Ich habe das Maximum ja schon fast erreicht, deswegen. Dann nimm du mal das Kleinzeug raus. Richtig. Das ist eine Sache, ja, du musst futtern. Futtern, bis du tot umfällst. Verschwenden will ich das Essen ja auch nicht. Das ist nur, wenn ich hungrig bin. Ja, das ist klar. Okay, also ein Hammer und eine Axt ist gebaut. Leg sie in die Waffenkiste. Mhm. Dankeschön. Danke. Du kannst auch so Gerätschaften. Dazu habe ich eigentlich die Kiste neben der Gruschelkiste gemacht. Das sind auch Wände und so und Biokraftstoff. Dass die Kuschelkiste nicht so voll wird und Waffenkiste ein bisschen freier bleibt auf Waffen. Ah, da. Okay. Ja, dann. Relativ große Kiste unter der Bauchbank. Das Spitzhacken musst du mal wieder herstellen. Ja, sind 4 Stück drin. Ach so, da drüben. Ja, dann packe ich meine noch mit dazu. Perfekt. Und 5. Ja, dann pack die Axt auch da drüben rein. Hab ich gemacht. Oh. Jetzt ist ein Seil gerissen. Ja, aber nur, weil ich mein Inventar offen hatte kurz. Ich hab's zugemacht und dann geklickt. Und dann zählt's trotzdem als fehlgeschlagen. Wie schade. Das Gemüse, was hier drin ist, darf ich alles so essen oder irgendwas nicht? Ja, die Heidelbeeren nicht. Okay, die Heidelbeeren nicht. Okay. Aber der Getränk draus gemacht. Ja, da muss ich mal gucken, wie viele Flaschen wir schon haben, dass ich da vielleicht schon was machen kann, wenn wir dann mal wieder in die Lava hüllen. 25? Ich habe auch noch mal eine im Inventar. Ja, ich glaube, ich werde das auf den 40, na, 30 sind drin. Ja, wenn das Deck voll ist, dann mache ich da einmal Heidelbeeren drauf klatschen. Ja. Und dann passt das schon. So, 6 kleine Fische und ein großer. Oh, danke. Ist doch ordentlich über Nacht. Ja. Und ich habe mittlerweile 50. 50 was? 58 Pfeile. Oh. Ja, 46 habe ich noch bei mir. Oh, es läuft langsam. So, das war's dann schon wieder für heute. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.